Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, jetzt nach der Weihnachtspause bin ich wieder da und werde hier gleich von einem Pokémon überrumpelt. Einem Griffel, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn wir das hätten fangen dürfen. Ich mag Griffel, das ist ein ziemlich lässiges Vieh. Aber hey, jetzt liegt es nur noch an Erfahrungspunktspender für unseren Bemelmann. Ja, das ist vielleicht das Schicksal, was ein jedes Griffel irgendwann in seinem Leben teilen muss. Aber hey Griffel, nimm's uns nicht krumm, wir werden noch weitere Griffels nach dir umhauen. Und ich habe momentan ganz schön die Sorge, dass uns irgendwann die AP ausgehen hier in der Siegelstraße und wir dann nochmal zurückrennen müssen und mir das voll auf die Nerven geht. Aber hey, vielleicht sind hier nochmal zwei Top-Elixiere oder sowas, das wäre eigentlich ganz nett. Ach, wir haben Stärke sogar noch an. Wir müssen hier sowieso nochmal raus, wir können sonst nicht beide Items mitnehmen. Wir haben jetzt Antikkraft, TM18, wow. Antikkraft ist ziemlich cool, das ist das, was alle Werte steigert manchmal. Schauen wir mal. Ich warne euch übrigens vor, kann sein, dass jetzt in ein, zwei Minuten so ein ziemlich lautes Geräusch kommt. Da kann ich leider auch nichts tun, denn ich habe gerade so ein Langzeit-Blutdruck-Messgerät um den Arm und das geht alle 15 Minuten los. Und wenn ich heute aufnehmen will, dann müssen wir das in Kauf nehmen, weil egal wie ich es time, wenn es ein paar 15 Minuten lang ist, wird das Ding auf jeden Fall im Park losgehen. Das ist also verdammt egal wann. Also und Helke, willst du vielleicht Antikkraft lernen? Nee. Helke, nein. Antikkraft nicht erlernen, ja. Ich glaube, das bringen wir Bemelmann bei. Bemelmann, was ist denn Antikkraft? Jo, das ist gut. Bemelmann. Vergiss du einfach mal deine Drachenwut, die ist inzwischen eh scheiße. 1, 2 und moin. Bemelmann hatte Drachenwut vergessen und Bemelmann lernt Antikkraft. Im Übrigen, so ein Langzeitblutdruckmessgerät, das ist eigentlich schon voll die geile Sache. Ja, also ich bin jetzt hier zu so einer Routineuntersuchung beim Arzt und da war das einfach mal, ja, schauen wir mal, machen wir mal, ne? Das kennt man ja sicherlich und, naja. Dieses Blutdruckmessgerät, das packen die einem um Arm. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so normal Blutdruck ist, oder? Mist ist ja. Ich bin heute schon voll auf dem Sprung. Ja, wenn man so normal Blutdruck misst, ist das so, man kriegt dieses Ding um den Arm, die blasen das einem auf, das tut ein bisschen weh, wenn sie es zu fest machen oder so. Und ansonsten, die messen den Blutdruck, dann geht das wieder auseinander und dann passt es schon. Also im Langzeit-Blutdruck-Messgerät, da schon voll der Zungenbrecher. Ist das ein bisschen anders. Das Ding funktioniert nämlich genauso wie so ein normales Ding. Das ist schon richtig. Das Problem an der Sache ist, das Teil geht alle 15 Minuten los und natürlich ist da kein Arzt, der das kontrolliert oder so. Deswegen bläst sich das Ding von alleine auf und verrutscht auch über den Tag immer wieder am Arm. Und das guckt halt irgendwann, ja, bin ich jetzt weit genug aufgeblasen, um Blutdruck zu messen? Ach, nee, noch nicht, dann blase ich mal noch ein bisschen weiter. Und das geht teilweise, also manchmal, wenn der jetzt hier misst, dann bläst sich das so doll auf, dass ich meinen Arm nicht mehr spüre, weil der ist einfach total abklemmt und das manchmal ein, zwei Minuten lang dauert, bis er endlich hier den Blutdruck gefunden hat. Und das hört auch erst wieder auf, wenn er den gefunden hat. Wenn er nämlich nichts findet, dann misst er einfach eine Minute später nochmal. Und das macht dann die total komischen Geräusche, das ist ganz lustig, weil ich saß vorhin in der Uni. Und naja, ich habe das Ding jetzt schon seit 5 Stunden um. Und seit 6 sogar. Naja, ich saß auf jeden Fall in der Uni und ja, saßen halt in der Übungsgruppe, haben uns da so ein bisschen über fachsimplische Sachen und so unterhalten oder auch nicht. Haben auf jeden Fall gearbeitet und alle 15 Minuten geht das Ding los und das hört sich einfach total an, naja, wie so ein Vibrator, wenn ich das mal so sagen darf. Das geht einfach los und macht dann könnte auch ein Rasierapparat sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, auf jeden Fall, das Geräusch ist super, das Gefühl nicht so ganz, aber hey, da muss man jetzt mal einen Tag mit leben. Ist ja zu meiner eigenen Gesundheit oder so ähnlich. Wollen wir auf jeden Fall mal schauen und naja. Ich kann euch vorwarnen, jetzt in den nächsten 1-2 Minuten geht das los, weil das ist halt viertelstündlich getimt und ich glaube, ich habe das, glaube ich, viertel nach 10 oder so bekommen. Und deswegen, jetzt ist es gerade 16.44 Uhr, das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, irgendwann geht das hier mitten im Part los und nicht aber... Und das ist das Coole, weil ich nicht weiß, wann das passiert, das ist eigentlich ganz aufregend, oder auch nicht. Na los, Wondage, mach du mal was. Ich töte mal den Dig Dree? Fauna-Statue? Und die haben ja doch schon ganz schön gute Pokémon, die einem schon aufs Maul hauen können, das ist gar nicht mal so geil. Ich werde auch gleich mit einer Hand weiterspielen, weil es ist besser, wenn der den Blutdruck misst, dass ich den Arm ausstrecke, weil dann, ich habe gemerkt, also über den Tag, wenn ich den Arm angewinkelt habe, dann bläst er sich einfach dreimal so doll auf wie sonst und das tut dann weh. Und weil ich das nicht möchte, dass das so doll weh tut, weil ich eine Pussy bin, ja, oder weil ich halt schon heute gefühlt 20 Mal den Arm abgeklemmt bekommen habe und das langsam richtig taub wird an meinem Arm und weh tut. Das hinterlässt bestimmt blaue Flecken von den Malen, wo es so fest zugegangen ist, aber egal. Möchte ich das halt minimieren. Ich freue mich ja schon auf heute Abend, weil das Ding muss man ja auch über Nacht drin behalten und bei so einem Blutdruck Masquerade, dass man über Nacht drin behält und das alle da nur noch 30 Minuten, also nicht mehr alle 15 Minuten. Nachts geht das nur noch alle 30 Minuten los. Ja, ob ich da schlafen kann, ist natürlich eine ganz andere Sache. Und warum kann das wie Flügelschlag? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, das Ding hat gerade gestartet und Bondage muss sich aufladen. Oh, Bondage, lad dich mal auf. Ach, Bondage.
Bondage muss ich einfach mal aufladen, ne? Ich riskiere es auch gerade, ne? Wäre das jetzt ein Crit gewesen, wäre Bondage tot. Ja, aber ich muss mit einem Arm spielen, deswegen müssen wir auch alle mal so ein paar Verluste einstecken. So auch unser Bondage, aber unser Bondage hat es ganz gut gemacht. Das klingt so ein bisschen wie unser Charlie. Unser Bondage. Ha, ist das nicht fein? Ja, ist doch wunderprächtig. Zudem immer ein Duma ran gegen das Finnon-Tor, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich wechsle auch gleich auf Wolfgang, aber... Bimmelmann, mach du das mal. So, das Ding ist... Das hat gerade ein bisschen nachgelassen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es ganz rund ist. Das Problem ist auch, wenn er euren Arm dann wieder aus dieser Position rausholt, wo er dann so am besten messen kann, und das Ding noch nicht ganz entladen ist, dann denkt er sich, oh Mensch, das war ja gar nicht richtig. Ja, machen wir doch mal. Ja, das ist das Geilste an diesem Gerät. Man weiß einfach nicht, was es tut. Aber es ist jedes Mal lustig, wenn es losgeht. Also im Prinzip finde ich es eigentlich schon ganz lustig, das Ding rumzuhaben, aber ich bin auch froh, wenn sie wieder weg ist. Das ist so eine Sache. Das ist wie Familie, ja? Man mag sie, aber man zofft sich auch ständig damit und irgendwie ist man froh, dass man sie hat und auch manchmal froh, wenn man sie für ein paar Tage los ist oder so. Weiß es nicht. Kommt drauf an, wie man zu seiner Familie steht, aber ich denke, das kennt jeder von euch, der mit seiner Familie schon mal einen Streit gehabt hat, dass er sich dann denkt, ich bin Quiekel und ich bin froh süß. Genau das. So, Quiekel. Das war's für dich. Ein Full Treffer. Das ist sehr effektiv. Halleluja. Helke, was kannst du diesem kleinen Schwein noch antun? Nichts mehr, weil dieses kleine Schwein gestorben ist. Tut mir leid, Donner. Immerhin hatte ich eine Chance. Chanson. Ja, auch nur, weil ich nur mit einer Hand gespielt habe. Har, har. Wir haben Hypertrank für Bondage. Rip. Und für Helke. Rip. Ich finde dieses Geräusch total klasse. Das ist immer so. Rip. Und für Wolfgang gibt es auch noch einen. So, Wolfgang. Ich hoffe, man kann in der Pokémon-Liga, da bei der Top 4, da in diesem Handelstypen, der da noch steht, irgendwie noch Ether kaufen. Das wäre ganz geil. Da würde ich noch mal zuschlagen. Jetzt das Ding da drauf, ne? Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen. Warum man das jedes Mal extra anklicken muss, ja, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Vielleicht, weil das Spiel extra Dialog voll geil findet. Ist gar nicht mal so abwegig. Pokémon lebt von seinem extra Dialog. Ein Eneko. Hallo. Oh, das ist gut. Dann erreicht Bimmelmann Level 42. Stirb, du kleines Kätzchen. Das ist Zuschuss. Ich weiß gerade gar nicht, was Zuschuss ist. Ist das was Gefährliches? Kann man das essen? Bimmelmann setzt Intensität ein. Ein intensiver Bimmelmann, der Stufe 5, rollt direkt auf die Stadt zu. Bringen Sie Frauen und Kinder in die Sicherheit. Bimmelmann erreicht nämlich nicht Level 42. Und jetzt ist er total wütend. Ich bin so wütend. Ich kapier das immer noch nicht, warum hier so Steine auf Knöpfe fliegt und dann platzen irgendwelche Berge. Also wer das hier gebaut hat, gehört verprügelt. Der Innenarchitekt gehört verprügelt. Genau so war das. So, Wolfgang, mach du mal das Toggle-Tick. Digge-Tick. Digge-Digge-Dick. Kaputt. Wolfgang hat auch schon fast wieder ein Level up. Risiko. Das ist Darkwing Duck. Der macht 2-1 Risiko-Tackle. Ach ja, Risiko-Tackle war eine Attacke, die ich nie benutzt habe. Außer in der ersten Generation, da fand ich die irgendwie OP. Ich habe das Gefühl, die ist danach schwächer geworden. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. In der ersten Generation fand ich die maßlos OP. Wenn man die auf so einem Evoli hatte oder so. Da war das ziemlich gut. So, Bimmelmann Level 42 und hier ist Karate-Heini. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Zeig mir, was du kannst, Kleinspund. Hast du mich gerade Kleinspund genannt? Na, siehst du hier noch einen Kleinspund? Ach, Christo. Tötet mich! Gebt mir diesen großen Klopf weg, der geht mir auf die Nerven. Tötet mich! Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ach, Wolfgang. Die Gegner hier sind doch gar keine Herausforderung mehr für dich. Ja, also mit 15 Level drüber ist das schon nicht schlecht, Wolfgang, nicht schlecht. Wenn man bei Rocco 15 Level drüber ist, kann man auch schon Major Bob umboxen, ja, so ist es. Weil die Levelunterschiede sind am Ende des Spiels nicht mehr ganz so krass, glaube ich, wie am... Doch, die werden doch eigentlich krasser, oder? Also, das, was man da an Wertenunterschied... An Unterschieden in den Werten hat. So, jetzt habe ich's. Hast du das Gefühl, dass man dieses Messgerät das ganze Hirn raussaugt? So. Und nochmal. Übrigens weiß ich genau dadurch, dass ich dieses Messgerät wieder am Arm spüre und dass es mich nervt, dass ich den Part überziehe, weil es halt nur alle 15 Minuten losgeht und es mal halt schon unpart und wenn es nochmal losgeht, dann weiß ich, ich habe leider viel zu hart überzogen. Bimmelmann, ich gebe dir mal einen Hypertrank. Jetzt nicht umkippen hier, Kleiner, ne? Wir brauchen dich noch. Die Grimasse macht er. Soll er ruhig machen. Da habe ich schon Besseres gesehen.
So, Bimmelmann, jetzt Surfer hier. Jetzt macht er die Flammenwurst. Wurf. Die Flammenwurst ist nicht sehr effektiv. Und der Bimmelmann brennt wahrscheinlich. Nee. Oha, Bimmelmann. Du hast meinem Statuseffekt nicht direkt in die Augen geschaut. Das ist mal was ganz Neues. So, nochmal Surfer jetzt hier. Fertig jetzt. Ach, ja. Muss der denn immer mit seinen Schmutzpartikel hier werfen? Das ist doch nicht hygienisch. So, Bimmelmann. Wegspülen hier mit Swiver Sweepers. Da haben wir... Da kriegen wir auch jede Rauchwolke weg, ja. Versucht man mit so einem Wischmopp eine Rauchwolke wegzuwischen, ne? Weisen ich euch aber auch direkt in die Anstalt ein, wenn ihr da so rumfuchtelt. Was machen sie da? Ich wische die Wolke weg. Kommen Sie mal mit. Die netten Männer in dem bunten Wagen mit den bunten Tabletten in den weißen Anzügen warten schon auf Sie. Oh, komme ich ins Fernsehen? Ja, ja, na sicher. Bondage! Das war die einzige Attacke, mit der du Schaden machst. Das ist dir bewusst, oder? Und jetzt hast du keine AP mehr dafür. Bondage! Mensch! Egelsamen jetzt halt. Ach, Bondage. Warum tust du mir das an? Tannhell setzt Bodycrack ein. Das ist nicht so stark. Ach, Bondage, Bondage, Bondage. Warum tust du mir das nur an? Weißt du nicht, was ich alles für dich getan habe? Ach ja, stimmt. Das funktioniert auf Star-Pokémon ja gar nicht. Aber ich dachte, weil es Psycho ist, oder nicht? Klappt das vielleicht? Naja. Egal. Zerschneidern wir es eben. Das macht zwar nicht so viel Schaden, aber es ist auf der ersten Entwicklungsstufe. Da werden wir es... Noch, ja. Ich hätte nicht sagen sollen. Das dauert jetzt nur noch eine halbe Stunde. Verflixt. So. Und jetzt nochmal Egelsamen-Schaden. Wenn es da nicht jedes Mal diesen blöden Extra-Dialog und die Animation geben würde, würde das wahrscheinlich ziemlich schnell gehen, wenn die Schadensrechnung einfach in einem Schlag kommt. So, von wegen Tunnel kriegt so und so viel Schaden durch Egelsamen, so und so viel dadurch, alles in einem Dialog, fertig. Aber nein, Tannhill kriegt erst einen Rückstoßschaden und dann kriegt Tannhill noch einen Egelsamen-Schaden und dann darf ich ihn nochmal angreifen. Er muss sich wahrscheinlich wie die Leute bei irgendwelchen Pen-and-Paper-Spielen oder ja, bei Munchkin oder so fühlen, die dann da sitzen und noch verzweifelt versuchen irgendwas zu machen und jedes Mal, wenn sie dann noch was machen, kommt dann noch eine Konterkarte und noch eine Extrakarte und noch eine und dann haust du so eine Kombo raus, dass die gar keine Chance mehr haben. Und danach beißen sie dir in den Arsch. Oder so ähnlich. Oder erstmal sich selber, weil das wahrscheinlich echt ärgerlich war. So, was haben wir hier? Klausel findet Feuersturm. Oh, Leviosaur. Was haben wir denn da? Feuersturm? Und damit lässt sich doch arbeiten. Oder auch nicht, weil der Bimmelmann der Einzige hier im Team ist, der das lernen kann. Ach, verflixt. So, Tourette. Es ist Zeit für dich auch nochmal auf Level 40 zu kommen oder so. Verflixt. Ich glaube, das wird so schnell nichts mehr. Nebulak ist gut. Los, Tourette! Mama Psychogenese! Jo, das one-hittet den bestimmt! Ich hoffe doch. Ja! Wunderprächtig! Und Nebula kommt besiegt und Tourette kriegt ein paar Farben. Jo, mehr davon bitte! So lässt sich arbeiten. Verflixt nicht! Eneko. Eneko! Vermaledeit sind diese Viecher. Psychogenese, komm! Tourette, bring sie alle um! Level nochmal hinterher! Ja, immerhin One-Hit-Tourette alles, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Die braucht halt nur noch ein höheres Level, ne? Oh, hallo. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja. Dann musst du einmal an mir vorbei. Ach, so einer ist das, ne? Ja, ja. Ein Jongleur Heinrich von Kinzen hier. Jessica, Entschuldigung. Ist eine Frau, ja? Genauso wie Kangama. Das ist die Big Mama unter den Pokémon. Da müssen wir mit unserer Big Mama hinterher, mit der Helke. Mit dem Unterschied, dass die Helke ihre Kinder nicht kennt. Kangama schon. So, Helke, dann hau mal drauf. Noch jetzt kommt der mir so. Immer machen die das. Das ist doch ungeheuerlich. Noch Helke. Helke, wir kriegen das Ding jetzt nicht tot, ne? Wir kriegen das Ding nicht tot. Das hält das jetzt einfach aus. Kangama setzt Ausdauer ein. Immerhin haut Helke nicht noch zweimal drauf und sagt dann, jo, du kannst mich nicht töten und du kannst mich schon wieder nicht töten. Ho, ho, ho. Das finde ich voll lustig. Ich bin Kangama. Hahaha. Es lacht nur so schäbig in die Kamera. Hi, ich bin Kangama. Ich habe unseren... Ich habe Spaß damit, nicht zu sterben. Ich habe auch Spaß daran, nicht zu sterben. Sterben ist jetzt, glaube ich, nicht das Angenehmste, was man im Leben haben kann, aber führt halt auch kein Weg dran vorbei, ne? So, Kecleon. Ab jetzt haben Kecleon gemacht. Das ist dann ein Kampftyp. Alles ja blöd. Hätte das nicht erst nach den Armstößen wechseln können? Überlebt es das vielleicht sogar? Ne, gut. Kecleon wurde besiegt und Helge erreicht Level 51. Komm schon. Ja, 5 HP wieder mehr. Das ist super. Und alle anderen werden auch ein Geowurf. Oh, Helke. Das kannst du aber sowas von vergessen. Ja, ja.
So, Turdok. Ah, da hätten wir ja einen Bondage gegen. Wenn der Jung denn mal mit seiner Fauna-Statue noch AP hätte, ne? Hat er aber nicht. Ah, also wechseln wir auf Tourette. Tourette. Los, Tourette statt Zigarette. Und dann wechseln wir auf Wolfgang. Der hier wahrscheinlich noch Level 60 erreicht. Vermutlich. In der Liga auf jeden Fall, aber vielleicht auch noch eine Siegelstraße. Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Aber ich will halt alle anderen auch so ein bisschen nachziehen. Und da ist so eine Wechseltaktik, wo man auf sein stärkstes Pokémon wechselt und dann halt immer die Schwachen reinholt, um sie noch ein bisschen nachzuziehen, eigentlich die beste Möglichkeit. Vor allem, weil die Pokémon, die die Gegner hier haben, in der Siegelstraße schon ziemlich stark sind. Würde ich sagen, also Turtok, Kangama, so, das ist schon... Sowas haben eigentlich nur so Champ-Charaktere und so in normalen Pokémon-Teilen. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Blitzer? Soll ich was? Ich weiß gar nicht, was hat er gerade gesagt? Kommt jetzt der Blitzer? Muss ich jetzt langsam fahren? Ja, musst du, Bemelmann. Geschwindigkeitsüberschreitungen werden hier hart bestraft. Von dem kleinen Fieder. Schon süß, ne? Mit einer SDAB-Attacke noch so wenig Schaden machen. Vor allem auf dem Level noch Donnerschock einsetzen. Da gehört ja auch einiges zu. Intensität 9. Ich glaube, der Bemelmann ist dann mit ihr Schildblitzer. Ja, das tut mir aber leid. Einwandfrei. Blitzer wurde siegt und der Bemelmann kriegt dick Erfahrungspoints. Warum geben die eigentlich so viel die Evoli-Entwicklung? Die sind gar nicht stark. Also jetzt nicht, wenn so ein Gegner-Typ die hat. Wenn man die so gegen andere Spieler einsetzt, können die richtig fies sein, ne? Weiß ich, aber irgendwie sind die nie stark, wenn so ein gegnerischer Trainer die hat. Da haut man den immer voll kaputt. Naja, gut. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Forward Randomizer Nuzlocke Challenge. Wenn wir dann die Siegelstraße vielleicht fertig bekommen. Ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein Stück weiter. Die Trainer hier dauern halt ziemlich lang, weil die starke Pokémon haben. Aber sonst geht's uns gut. Den kann man auch essen. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.